Diese schwere, fünffach gekuppelte Güterzuglokomotive der Baureihe 44 war für den Einsatz auf Mittelgebirgsstrecken und Steilrampen vorgesehen. Im Film Traktion mit Tradition wird noch der Planbetrieb im BW Saalfeld gezeigt. Museumslok wird dann später 44-10-93. In den 90er Jahren wird die schwere Güterzuglok sogar wieder auf Ölhauptfeuerung umgebaut. Nicht umsonst tragen die Ölmaschinen den Spitznamen Jumbo. Mit über 2100 Pferdestärken indizierter Leistung sind sie lange Zeit das Rückgrat im schweren Güterzugdienst bei beiden Bahnverwaltungen. An die Zeiten der schweren Dampfgüterzüge wird bei vielen Plandämpfen erinnert. Leistungen mit bis zu 2500 Tonnen Last werden gezogen. Doch auch für 44-0093 endet bald die aktive Zeit. Seit Mai 2000 ruhen die Brenner. Neben einigen kalten Ausstellungsstücken gibt es 2013 noch drei betriebsfähige DR-44er. Bei der VSM in Beekbergen in den Niederlanden, im Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen und im Museums-BW Staßfurt. Auf dem Weg von Bad Salzungen nach Eisenach sind 44-25-46 und 44-14-86.